Hey Leute und willkommen zum zweiten Teil von meinem Die Sims 4 Unboxing Video zu Waschtag Accessoires. Ich bin Selina und ich stehe hier gerade mit unserem Alex Winter. Ich habe da jetzt einfach irgendeinen Namen ausgewählt. Wer den ersten Teil gesehen hat, der weiß, dass wir diese Person hier erstellt haben. Und noch eine Frau und ein Kind. Die habe ich jetzt aber mal gelöscht, weil es hier jetzt erstmal nur um die Objekte von Waschtag Accessoire geht. Ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal die Objekte raus und probieren dann auch direkt Waschmaschine und alles schon aus. Ich gehe hier jetzt einfach mal auf alle Anzeigen und setze da auch wieder den Filter mit Waschtag Accessoires rein. Und dann sehen wir jetzt einfach mal, was es hier so gibt. Ich fange mal ganz hinten an. Wir haben hier mal einen sehr, sehr schönen Sessel. Den gibt es wahrscheinlich auch in mehreren Farben. Ja. Cool, also das mit dem Korb, das ist total schön. Auch diese Farbe hier, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich gehe mal davon aus, dass der Stuhl und diese Bank hier wahrscheinlich genau in den gleichen Farben erhältlich sind. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Hier aber genau das gleiche. Ist auf jeden Fall cool, dann ist es ein bisschen einheitlich. Weiter geht's. Gut gepolsterte Ottomane. Die sieht auch sehr, sehr cool aus. Komfort 1, ja. Gut, also ist eine Sitzmöglichkeit. Habe ich mir eben schon gedacht. Ich war mir nur nicht ganz so sicher. Dann haben wir noch Küchentisch Hau rein von Jack Lamba. Ich glaube, der wäre super für diese Bänke hier. Oder das geht wahrscheinlich nicht, ne? Probieren wir mal kurz aus. Also die Stühle lassen sich dran stellen. Die Bänke. Ne, die leider nicht. Und diese Sessel hier, mal schauen. Ne, die gehen leider auch nicht an den Tisch. Also leider nur diese Stühle. Auch wieder in vier verschiedenen Farben. Und wie ihr seht, auch wieder passend zu den Stühlen. Hier wieder eine schöne Kommode. Oder ist es eine Kommode? Beistelltisch. Und welche Auslagerungssystem. Das ist sehr, sehr cool als Deko. Da kann man bestimmt noch irgendwas draufstellen. Das probiere ich mal gleich noch. Hier aber jetzt erstmal ein Kaffeetisch. Also ich merke jetzt schon, dass dieses ganze Pack so ein bisschen in diesem Holz und in dieses Rustikale wieder reingefallen ist. Aber ich muss sagen, ich finde das nicht schlimm. Das gefällt mir ziemlich gut. So, hier Regal von Wein. Achso, das war's für die Wand. Dann würde ich sagen, bauen wir hier vorne einfach mal so eine kleine Wand auf. Ah, das geht ja nicht vom Grundstücksanfang. Stimmt. So. Wo war das denn jetzt? Hier. Genau. Und schauen wir uns jetzt hier einfach mal diese Objekte noch an. Was das genau ist. Das sind einfach, glaube ich, ein paar Körbe. Und ich gehe mal davon aus, dass man hier auf diese Stellflächen bestimmt noch irgendwas hinmachen kann. Ich probiere das jetzt mal aus. Mich interessiert das wirklich total. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Deko. Und werde hier jetzt diese kleine Pflanze machen. Und wirklich, man kann auf allen vier Flächen was hinstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und hinten wollte ich das ja auch noch ausprobieren. Hier, genau. Da kann man bestimmt sowieso was draufstellen. Jo, das war mir jetzt eigentlich klar. Gut. Dann weiter geht's mit dem nächsten Objekt. So, nochmal schnell in den Filter rein.
Bauernregal. Ja. So sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Also das mit den Farben, das ist auf jeden Fall alles gleich gehalten. Und ich glaube mal, da kann man auch was reinstellen. Also rechts leider nicht. Aber links ist auf jeden Fall möglich. Unverzichtbares Regal. Das ist, glaube ich, auch wieder was für die Wand. Cool. Ist richtig schön auch hier mit diesem Bügeleisen. So, ich probiere jetzt mal, ob man da auch was hinstellen kann. Ja. Sehr schön. Dann weiter geht's zum nächsten Objekt. Oh, ist echt nervig, dass ich den Filter immer reinsetzen muss. Hier haben wir jetzt auch wieder Luxusregal und ich ziehe jetzt einfach. Nee, Moment. Ich wollte nicht die Tapete, ich wollte die Wand ein bisschen länger ziehen. So. Luxusregal der Wäschemarkt. Ist auf jeden Fall mal ein schöner Name. Ich finde das gut, dass da so alle Holzfarben ziemlich gleich geblieben sind. Also ist wirklich alles in der gleichen Holzfarbe möglich. Und da ist auch wieder gut, dass man da auch wiederum was hinstellen kann. So, weiter geht's mit dem nächsten Objekt. Ein DIY-Waschbecken. Sogar mit Putzmittel unten drin. Also da wurde wirklich an jedes kleine Detail gedacht. Ach, das ist cool. Da ändert sich sogar die Putzlappenfarben, wenn wir da uns was aussuchen. Und jetzt ist hier noch ein Sumpfbecken. Kann man das später auch benutzen? Mal sehen. Ich glaube nicht als welche Waschbecken, aber auf jeden Fall ein normales Waschbecken. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal die Waschmaschine. Die platzieren wir mal ganz weit vorne, dass wir da später noch ein bisschen was ausprobieren können. Da sind auch richtig viele Farben vorhanden. Ich nehme mal dieses Blau-Grün. Und ein Trockner ist hier auch. Sehr gut. Das sind auch wieder die gleichen Farben. Und was ist das? Waschmaschinen-Trockner-Kombi. Ach so, das ist dann einfach schon gleich übereinander gestapelt. Ah, und da kann man auch wieder die Farben unabhängig voneinander wählen. Aber was mich jetzt interessiert, ob wir das hier auch stapeln können. Ja. Geht genauso. Also macht keinen Unterschied, ob ihr euch jetzt hier das hier holt für 1,25 oder hier für 525. Wobei. Ne, vom Preis macht es nichts aus. Dann ist ja egal. Dann haben wir hier noch die alte Waschwanne. Damit werden wir gleich richtig viel Spaß haben. So, welche Körbe? Auch wieder, wie soll es auch anders sein, in verschiedenen Farben. Hier noch ein welche Korb. Und welche Korb Nummer 3? Einmal in diesen abgerundeten Ecken. Welche Leine? Das ist auch schon mal richtig cool. Können wir daran auch gleich ein bisschen ausprobieren. Vor allem sollte es ja so sein, dass jedes Mal, wenn sich ein Sim umzieht, dass dann die Wäsche im Wäschekorb landet. Man könnte, glaube ich, auch verschiedene Waschmittel hinzufügen, dass es einen bestimmten Zweck hat. Also zum Beispiel, dass es dann zum Beispiel weniger schneller stinkt. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das werden wir generell alles noch ausprobieren.
Oh, das sind richtig schöne Sachen. Aber ich glaube, wir müssen mit den anderen Möbeln noch mal nach hinten. Dann wird es jetzt vorne wieder ganz schön voll. Oh, aber Teppiche gibt es da jetzt auch. Und der ist auch ziemlich neutral. Das finde ich schon mal gut. Ich habe hier normal mal ein Problem damit, wenn die Teppiche in diesem Sphere immer solche unfassbar schwierigen Muster haben. Okay, da ist jetzt auch ein Muster, aber das ist ganz schön. Naja, das hier vielleicht nicht so. Aber das hier zum Beispiel, das gefällt mir ganz gut. Passt natürlich nicht überall rein. Aber für sowas Rustikales, was jetzt einfach auch super zu dem Pack passt, finde ich diese Teppiche echt gut. Na, das ist nochmal genau der Teppich wie der hier oben drüber. Aha, cool. Da haben wir sogar noch so einen Teppich mit Fransen außen. Jetzt haben wir leider gar nicht mehr so viele Objekte. Aber das hier sieht auch mega unordentlich aus. Aber es hat was. Kannst du natürlich hier auch dann einzeln zusammenlegen. Aber dieses, also diese Kombination schon, finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. So, ich klebe das hier einfach mal hinten dran an die Wand. Geht es ja genauso gut. Okay, das gibt es leider nur in zwei Farben. Ist aber auch nicht dramatisch. Und hier noch dieses Besenset. Dann haben wir noch einen Handtuchhalter. Ich glaube, da kann man so eine richtige Waschküche bauen im Haushalt. Ich freue mich schon richtig, das anfangen zu spielen. Genauso wie Abenteuer, genau. Nicht Accessoire. Da habe ich jetzt auch ein Video dazu gemacht. Über die Kleidungsstücke, wie hier auch im ersten Teil. Das verlinke ich euch auch nochmal unten und am Ende. Das mit dem Bügelbrett ist auch cool. Ich finde das hier eigentlich ganz schön mit diesen Blümchen. Ah, cool, da haben wir auch nochmal so ein Set. Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, dass ich Wäsche waschen kann. Also wirklich, als es angekündigt worden ist, habe ich nur so gedacht, so ja, ich kann in diesem Sphere Wäsche waschen. Ist ja eigentlich total blöd, dass ich mich da so freue. Aber doch, ich habe mich schon sehr gefreut. Ah, da brauchen wir jetzt einen Raum. Dann machen wir es jetzt einfach mal schnell. Nur so einen ganz kleinen. Hier Raumtool. So, da können wir nämlich jetzt mal die Lampe da anbringen. Das ist echt cool. Das ist einfach so eine alte Kellerlampe. Auch nochmal in verschiedenen Farben. Oh, das ist eine Mega-Idee. So. Jetzt erstmal noch in den Live-Modus rein. Bevor wir nämlich schon zum Ende kommen, will ich jetzt diese Objekte auch mal ausprobieren. Bis jetzt können wir nur verbessern. Okay, dann würde ich sagen, wechsel mal dein Outfit. Vielleicht funktioniert es ja so, dass dann ein bisschen Wäsche entsteht. Ja, tatsächlich. Wäsche machen, zu Wäschekorb bringen, Taschen durchsuchen. Oh, das wählen wir mal aus. Erstmal die Taschen durchsuchen, ob wir da was Gutes finden. Normalerweise müsste die Wäsche auch im Wäschekorb landen. Aber ich weiß es auch nicht, wo das Problem war. Vielleicht auch einfach, weil er das Merkmal faul hat. Ich weiß ja nicht. Die Kleidung ist bereits trocken, ja, aber ich wollte die doch machen. Ich mache das hier einfach mal rein. Wäsche machen, geht doch. In Waschmaschine stecken. Ah. Jawohl. Ja.
Wäsche waschen? Ah, die wurde jetzt schon. Okay, ich dachte, das muss man noch mal extra anklicken. So, dann springen wir mal vor. Ich hoffe, dass jetzt auch gleich die Wäsche mal fertig ist. Die sollte ja eigentlich nicht so lange dauern. Hoffentlich. Also, die Wäsche ist fertig und unser Sim ist benommen wegen Drehwurm, weil Wäsche beim Schleudern zugesehen hat. Alex ist total schwindelig, alles dreht sich wie ein Strudel, der niemals endet. Oh, oh. So, aber wir holen jetzt erstmal die Wäsche. Und wir hängen sie mal auf die Wäscheleine. Genau, Trockner. Ich denke mal, das funktioniert hier dann genauso wie die Waschmaschine. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Aber die Wäscheleine möchte ich noch kurz ausprobieren. Einmal alles aufhängen und... okay, Trockenheit ist noch klatschnass. Dann würde ich sagen, während das mal trocknet, werden wir unseren Sim nochmal umziehen und dann noch das Waschbrett benutzen. Aber das Waschbrett, das sollte schon sehr, sehr lange dauern. So, in der Waschwanne waschen. Dann nehmen wir es mal. Und warum ist der jetzt unwohl? Na, ist schon wieder weg. Gut. Alex hat die Fitnessfähigkeit erworben. Ist das jetzt wegen Wäsche waschen? Das ist eine coole Alternative. So, ich spule hier auch nochmal ein bisschen vor. Also, ich glaube, man sieht schon, dass es eigentlich kaum was für die Fitness bringt. Ich meine, so eine Wäschewanne ist ja jetzt auch nicht das neueste Fitnessgerät im Fitnessstudio. So, die Wäsche ausrollen und machen wir sie mal in den Trockner. So, danach hängen wir jetzt einfach mal die Wäsche noch ab. Das ist jetzt egal, ob die noch nass ist. Einfach nur mal, um das mal noch zu sehen. Ja, und auf den Bogen klatschen. Genau. Ich fand das Pack auf jeden Fall richtig cool. Da sind wunderschöne Objekte drin. Alles auch so schön rustikal eingerichtet. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.